Vielen Dank, Kollege Wagner. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, darf ich Ihnen noch mitteilen, dass verteilt worden ist an Ihren Plätzen dringlicher Antrag der SPD-Fraktion, Kompromissregelung zu § 219a, Drucksache 20/116. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. Dann ist dies Tagesordnungspunkt 24. Und wir können mit dem Tagesordnungspunkt 19 morgen früh der Aktuellen Stunde diesen Antrag aufrufen, ohne Aussprache abstimmen. Findet die allgemeine Zustimmung, dann wird das so gemacht. Dann rufe ich jetzt auf die nächste Wortmeldung. Das ist der Kollege Lambrou von der AfD-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, verehrte Presse und Gäste auf der Besuchertribüne! In Ihrer Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident Bouffier, haben Sie nur wenig zur zukünftigen Regierungsarbeit wirklich erklärt. Sie haben bei Ihrer Tour de Horizon zwar alle landespolitischen Themenbereiche kurz gestreift, Sie haben aber das meiste mit freundlichen Wohlfühlformulierungen nur vage umrissen oder angedeutet. In Ihrer bewährten Art haben Sie einmal mehr den gütigen Landesvater gegeben, der sich um alles und jedes kümmern will. Zugleich profilieren Sie sich als sowohl als auch Politiker, der keine klaren Schwerpunkte setzt, sondern alles voller Harmoniebedürfnis in einen Ausgleich bringen will. Hessen ist das Land der Brüder Grimm und gilt daher auch als das Land der Märchen. Und ein Märchen, Herr Ministerpräsident, ist schon Ihre Einleitung, dass mit dem Wahlergebnis vom 28. Oktober 2018 die Wähler die angeblich erfolgreiche Arbeit der schwarz-grünen Koalition bestätigt hätten. Ich darf Ihr Gedächtnis kurz auffrischen. Die CDU hat zweistellig Prozentpunkte verloren, und die GRÜNEN haben das nicht annähernd durch ihren Zuwachs kompensiert. Die von Ihnen so hochgelobte schwarz-grüne Koalition ist im Parlament von 1-12-Sitzen-Mehrheit auf nunmehr einen einzigen Sitzvorsprung geschrumpft. Darauf wollen Sie aufbauen, haben Sie gesagt, Herr Ministerpräsident. Das wird ein Aufbruch aus Ruinen. Wir haben in Hessen viele akute Probleme, von der Kriminalitätsentwicklung in bestimmten Deliktsfeldern, der zum großen Teil misslungenen Integration, der anhaltenden Migration, über fehlenden bezahlbaren Wohnraum bis zu drohenden Fahrverboten, Fachkräftemangel, Pflegenotstand und Problemen bei der Verkehrsinfrastruktur. In Ihren vier Leitbildern aber stellen Sie ganz andere Themen in den Vordergrund: Wirtschaftsstärke, Digitalisierung, ein weltoffenes, also für Zuwanderung offenes Hessen, ein zukunftsfähiges Europa, ein nachhaltiges Hessen mit Klimaschutz. Kulturelle Vielfalt will heißen, Hessen ist bunt. Allen bisher ungelösten Problemen wollen Sie mit einem Pakt beikommen, mit einem Mobilfunkpakt, einem Digitalpakt, einem Hochschulpakt, einem Pakt für die Ganztagsschulen, einem Pakt für den Rechtsstaat, einem Gesundheitspakt 3.0 und einem Zukunftspakt hessische Landwirtschaft. Das alles haben Sie Ihnen der Regierungserklärung vielversprechend aufgelistet. Habe ich einen Pakt vergessen? Kann sein, ist ja auch egal. Wir brauchen nämlich keine Pakte. Ob es jetzt 7, 8 oder 9 Pakte sind, die Zuständigkeit und politische Verantwortung von dieser Regierung wegverlagern. Die AfD erwartet von einem Regierungsprogramm einen eigenen Plan, ein konkretes Handlungskonzept, einen Maßnahmenkatalog und eigene Ideen, die umgesetzt werden sollen. Kurzum, Hessen braucht in diesen Zeiten des Aufbruchs, des Umbruchs und Wandels Führung statt Moderation. Es braucht Zupacken und keine Sammlung von Leitideen wie in Ihrer Regierungserklärung. Es reicht auch nicht, wenn ein Ministerpräsident in der Regierungserklärung alle 2 Minuten ein neues, möglichst positiv besetztes Stichwort in den Plenarsaal wirft. Ich meine damit z. B. den inflationären Gebrauch von Konsensbegriffen wie Zusammenhalt 7-mal, Heimat 10-mal, Sicherheit 18-mal
und Stärke, 40 Mal. Das dient doch nur einer rosa-roten Vernebelung der Schattenseiten schwarz-grüner Regierungspolitik. Zu den Schattenseiten gehören die von Ihnen erwähnten Digitalisierungsdefizite außerhalb von Großstädten im ländlichen Raum, Funklöcher und schleppende Datenübertragung. Man hört insgesamt zu viel Wortgeklingel in Ihrer Rede. Sie betonen z. B. die Weiterentwicklung von Hessen 3C, wollen Speerspitze der Digitalisierung werden. Sie kündigen den Aufbau eines neuen Tech-Campus an und KI-Professuren. KI, das steht für künstliche Intelligenz. Die werden wir dringend brauchen, Herr Ministerpräsident, wenn die Landesregierung noch mehr Schulen gestattet, auf Zeugnisnoten zu verzichten. Was für ein pädagogischer Irrweg, in einer Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft schon in der Schule das Leistungsprinzip über Bord zu werfen. Zu den Schattenseiten der Politik unter Schwarz-Grün gehört auch die Lehrerversorgung. Aber der Herr Ministerpräsident kündigt stattdessen 500 neue Verwaltungskräfte und mehr Sozialpädagogen für die Schulen an. Das ist Bürokratieausbau statt Bürokratieabbau. Auch bei der Polizei brauchen wir dringend mehr einsatzbereite Polizisten auf der Straße und nicht mehr Verwaltungsfachkräfte, wie Sie ankündigen. Einen besonderen Schwerpunkt wollen Sie auf die Bekämpfung der Hate Speeches legen. Diese digitalen Verunglimpfungen in den sozialen Medien müssen in der Tat bekämpft werden. Aber ich hoffe, dass die Regierung nicht einseitig vorgeht und nur über das Ziel hinausschießende Migrationskritiker ins Visier nimmt, sondern genauso Hetze und Diffamierungen von linken und linksextremen Facebook-Stammtischen gegen politisch Andersdenkende wie uns. Mir ist schleierhaft, Herr Ministerpräsident, wie Sie dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main schaffen wollen. Sie kündigen einen identitätsstiftenden Innovationsprozess an durch die Ausrichtung einer Specialized Expo unter dem Motto Smart Region, Smart People. Schon diese Ballung von Anglizismen findet die AfD nicht gerade identitätsstiftend. Wo smarte Projekte nicht reichen, da haben Sie einen Masterplan zur Hand, einen hessischen Masterplan Wohnen oder einen Masterplan Kultur. Und sogar der Koalitionsvertrag, den empfehlen Sie als Masterplan zur Lektüre. Ach ja, eine Allianz für Wohnen, einen Hessenpass, ein Landesprogramm Wir und ein Sozialbudget 2025 haben Sie auch in die Wundertüte Ihrer Regierungserklärung gesteckt. Wo politische Inhalte fehlen, müssen wenigstens eindrucksvoll klingende Verpackungsbegriffe her. Statt konkreter Beschlüsse zur Lösung hessischer Probleme höre ich in Ihrer Rede allzu oft nur, wir wollen, wir setzen Anreize, wir fördern, wir setzen auf, wir bringen auf den Weg, wir entwickeln weiter, wir wollen sicherstellen, wir begrüßen, wir verfolgen und so weiter und so fort. Herr Ministerpräsident, Sie haben von Zuversicht, Mut und Demut gesprochen. Beim Blick auf die bevorstehenden Aufgaben in dieser Legislaturperiode. Ich empfinde die Regierungserklärung eher als Zeugnis von Mutlosigkeit. Aber bei dem Koalitionspartner, auf den Sie sich wieder eingelassen haben, kann ich Ihnen diese Mutlosigkeit nachfühlen. Ihr Koalitionsvertrag, auf den Ihre Regierungserklärung ja mehr oder weniger beruht, lässt sich so zusammenfassen. Es ist ein Schriftstück, das an reine Wahlwerbung erinnert und der Propaganda eines grünen Weltbildes dienen soll. Echte programmatische Aussagen muss man dort mit der Lupe suchen. Der Tenor ist grün, mit einigen schwarzen Versatzstücken. Wer ist in dieser schwarz-grünen Koalition eigentlich Koch und wer ist Kellner? Was ist aus der früheren Konrad Adenauer und Ludwig Erhard CDU geworden, dass sie sich von den GRÜNEN das Heft derart aus der Hand nehmen lässt und in ihren konservativen Werten kaum noch erkennbar ist? Ihre Regierungserklärung und der Koalitionsvertrag gehen beide an der Lebenswirklichkeit vieler hessischer Bürger vorbei und setzen auf weitere
weitere grüne Indoktrinationen. Für Sie und Ihre Koalitionäre ist der Schutz des Klimas z.B. eine zwanghafte Wunschvorstellung, die beinhaltet, dass das Klima gleich bleiben sollte und vom Menschen gesteuert werden könne. Haben Sie sich jemals mit unabhängigen Wissenschaftlern und nicht mit Klimaideologen zu diesem Thema unterhalten? Diese hätten Ihnen gesagt, dass die Erde seit Milliarden von Jahren einem steten Klimawandel unterliegt. Und dieser Wandel ist auch historisch-wissenschaftlich gut dokumentiert. Hätte es übrigens in der Vergangenheit keine Erderwärmung gegeben, dann würden wir heute nicht hier sitzen, sondern immer noch in der Eiszeit leben, zusammen mit Mammuts und Säbelzahntigern. Bereiten Sie die Bürger auf die allmähliche Anpassung an den Klimawandel positiv vor. Aber das passt alles nicht in Ihr neues schwarz-grünes Weltbild, was den gesamten Koalitionsvertrag durchzieht. Sie wollen nichts anderes als die Vormundschaft des Staates ausweiten und die Deutungshoheit der politisch gesteuerten sogenannten Zivilgesellschaft. Das bedeutet eine obrigkeitsstaatliche Bevormundung der Bürger, und folgerichtig strebt Schwarz-Grün auch die staatlich geförderte Reglementierung der Kindheit an. Was sich im ersten Moment positiv anhören mag, bedeutet letztlich die Einschränkung der Rechte der Eltern und eröffnet unter Umständen auch einer grünen Klageindustrie ein neues Feld. Das gilt ebenso für den Abschnitt in diesem Vertrag, der als das Leben entdecken und die Persönlichkeit entfalten Begleitung von Kindern und Jugendlichen daherkommt. Die AfD lehnt jegliche Bevormundung durch den Staat ab. Wir sind für die Freiheit jedes Einzelnen im Rahmen der allgemeingültigen Gesetze. Wir lehnen insbesondere linke Spielwiesen, die die Umerziehung der Menschen beabsichtigen, rigoros ab. Wenn es darum geht, sich der Probleme der ärmeren Bevölkerung, der Kranken, der Geringverdiener, der befristeten Leiharbeiter, der Alleinerziehenden, der Langzeitarbeitslosen oder der Rentner anzunehmen, dann kommt von Ihnen nur noch wenig, Herr Ministerpräsident. Es gibt im Koalitionsvertrag kaum konkrete Zusagen, etwa für Senioren oder zur Pflege- und Gesundheitspolitik. Hier nennen Sie lieber Allgemeinplätze, nur Worte statt Konkretes und sind mit Ihrem Latein schnell am Ende. Wo bleiben denn beispielsweise Ihre fundierten Antworten auf die dringenden Fragen und Sorgen der in Ihrem Lebensstandard bedrohten und unter enormer Steuerlast ächzenden Mittelschicht in Hessen und in Deutschland? Diese Mittelschicht will konkrete Antworten, ob es für Sie eine gerechte Besteuerung ohne überproportionale Belastung gibt, eine wirklich flächendeckende gesundheitliche Versorgung, bezahlbaren Wohnraum und eine bezahlbare Altersabsicherung geben wird, sowie ob die Menschen in Hessen sich noch ohne Angst im öffentlichen Raum, ohne die Präsenz von bewaffneten Sicherheitskräften bewegen können. Sorgen, die alle Bürger umtreiben, jetzt, hier, heute. Dietrich Bonhoeffer, den Sie in Ihrer Rede zitierten, wies zu Recht auf die Ehrfurcht vor Vergangenem und der Verantwortung für die Zukunft hin. Diese Haltung verlangt allerdings jetzt konkretes Handeln. Und jetzt wollen die Bürger Antworten, ehrliche Antworten. Nennen Sie uns z.B. endlich die wahren Kosten, die dem deutschen Steuerzahler durch die Migrationspolitik der Altparteien aufgebürdet werden. Denn auch das gehört zu Ihrer Informationspflicht. Es geht um die weitgehend unkontrollierte und fortwährende Einwanderung von Millionen von Migranten nach Deutschland und damit in den deutschen Sozialstaat. Der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelzüschen bezifferte bereits Ende 2015 die langfristigen Zusatzkosten dafür auf rund 900 Milliarden €. Das sind fast 1 Billion €, rund ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung. Doch Sie wünschen sich laut Ihrem Koalitionsvertrag unter dem Kapitel Integration gestalten und Schutzsuchenden helfen die Ausweitung dieser längst gescheiterten Willkommenskultur. Haben wir uns nicht schon genug politische Konflikte, Terrorgefahr und zusätzliche Kriminalität nach Deutschland importiert?
Denken Sie z.B. auch an Wahlkampfauftritte türkischer Politiker, die goldene Erdogan-Statue in Wiesbaden oder den überwiegend aus islamisch geprägten Ländern importierten Antisemitismus, der dazu führt, dass wie in Frankreich immer mehr jüdische Bürger unser Land verlassen. Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, können Sie von der Zuwanderung mit allen negativen Begleiterscheinungen nicht genug bekommen? Anscheinend nicht. Denn wenn es anders wäre, hätten Sie im Koalitionsvertrag auch etwas zum Thema strengere Grenzkontrollen gesagt, zur Pflicht, mit dem Ausweis sein wirkliches Herkunftsland zu belegen, oder Sie hätten etwas zu den Sicherheitsinteressen der hessischen Bürger gesagt. Sie hätten unbedingt etwas zur Arbeitsmigration und der Tatsache, dass sich viele hessische Bürger mittlerweile fremd im eigenen Land, in der eigenen Stadt fühlen, sagen müssen. Haben Sie uns Deutsche aufgegeben, Herr Ministerpräsident? Sie erwähnen eher am Rande das Strafrecht und die Abschiebungen. Ich verstehe, dass Sie dazu nicht ausführlicher berichten. Denn im letzten Jahr haben Sie und Ihr Innenminister Herr Beuth von derzeit rund 10.000 ausreisepflichtigen Ausländern in Hessen nur 1.754 Migranten abgeschoben. Und Sie wollen im Grunde auch nicht mehr abschieben. Lieber erteilen Sie trotz Asylablehnung eine Duldung nach der anderen. Sie geben zu, dass Sie sich nicht einmal auf eine bescheidene Erweiterung des Kreises der sicheren Herkunftsstaaten mit Ihrem Koalitionspartner, den GRÜNEN, einigen können. Das bedeutet, dass Sie im Bundesrat praktisch ein Veto gegen eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten einlegen und die Bevölkerung, die etwas anderes wünscht, damit vor den Kopf stoßen. Wenn in nächster Zeit einer dieser nicht abgeschobenen Migranten Verbrechen verübt, tragen auch Sie eine Mitverantwortung. Was sagen Sie denn Eltern in Hessen, deren Kind ein Verbrechen erleidet, das von nicht abgeschobenen Migranten begangen wurde? Wir wissen natürlich, dass Migranten nicht per se kriminell sind. Aber wir wissen auch, dass die Kriminalität unter ihnen stärker ist als unter deutschen Staatsbürgern. Was wollen Sie dagegen tun, fragen wir von der AfD. Wie wollen Sie eigentlich aufgrund all der eben genannten Probleme unsere Gesellschaft zusammenhalten, wenn Sie dazu nichts Konkretes vorhaben? Die AfD sagt Ihnen deutlich, Sie setzen mit Ihrer Regierungserklärung die falschen Prioritäten. Die CDU hat bereits in den Vorjahren fast alle ihre konservativen Werte aufgegeben und sich einem schleichenden links-grünen Wertewandel angeschlossen. Bereits unter Bundeskanzlerin Merkel wurden Rechtsvorschriften zur Ehe, Familie, Bundeswehr, innere Sicherheit und Staatsgehörigkeit geschliffen. Für die in der Wählergunst bröckelnden CDU zählt nur noch eines: Machterhalt auf Teufel komm raus. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die CDU auch bei der Bildung gegenüber den GRÜNEN eingeknickt ist. Erste hessische Schulen sollen nun selbst entscheiden, ob sie noch Noten vergeben wollen. Bleibt es bei 30 Schulen, oder ist es nicht doch der Einstieg in den Ausstieg von Noten im Schulsystem? Herr Ministerpräsident, ich darf Sie daran erinnern und zitieren, was Sie noch 2013 im Wahlkampf gesagt haben. Wir wollen und werden nicht zulassen, dass es keine Noten mehr gibt und die Menschen alle in eine Einheitsform gepresst werden. Das ist nicht nur inhuman, das ist auch falsch, und wir werden alles tun, unsere Kinder vor dieser Irrfahrt zu bewahren. Soweit Herr Ministerpräsident Bouffier im Jahre 2013. Und was machen Sie jetzt? Sie stechen mit einem schwarz-grünen Schulkreuzfahrtschiff in die bildungspolitische Hessensee und unternehmen genau diese Irrfahrt mit Kurs auf die gefährlichen Untiefen der abgeschafften Schulnoten. Letztendlich werden die hessischen Kinder und ihre Eltern diese verkehrte Bildungspolitik noch teuer mit Bildungsdefiziten bezahlen.
In Ihrem Koalitionsvertrag will man zu einem Aufbruch durch Wandel aufrufen, und zwar durch Haltung. Haltung klingt so gut, bedeutet aber in Ihrer Koalition vor allem starre Voreingenommenheit. Haltung heißt für die hessische Landesregierung Zustimmung zum von vielen Medien beklatschten politischen Mainstream, um unerwünschte politische Haltungen anders denkender und anders wählender zu sanktionieren. Es geht Ihnen darum, die Meinungsbildung staatlich zu beeinflussen und dafür auch Polizei, Justiz und Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. So möchten Sie, dass das Landesamt für Verfassungsschutz von nun an der Toleranz dienen und für eine Gesellschaft wechselseitiger Achtung sorgen soll. Wieder etwas, das gut klingt. Doch eigentlich sollte die wichtigste Aufgabe die Überwachung von Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein und nicht die der Toleranzüberwachung. Übrigens steht von einer Toleranzüberwachung auch überhaupt nichts im Hessischen Verfassungsschutzgesetz. Ich möchte Ihnen nur so viel dazu sagen. Wir von der Alternative für Deutschland stehen voll und ganz auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Lassen Sie mich nun zur schwarz-grünen Wohnungspolitik kommen, einem wichtigen Thema in Zeiten knappen Wohnraums. Die neue Regierung hat sich vorgenommen, den Anstieg der Mieten und der Kosten von Wohnraum zu bremsen. Das klingt gut, wenn es denn klappen würde. Doch mich erinnert die Vorgehensweise an die DDR-Wohnraummangelbewirtschaftung mit allen daraus resultierenden Folgen. Marktwirtschaftlich ist das nicht, denn dann werden sich private Immobilienbesitzer immer mehr vom Markt zurückziehen. Nur noch der Staat mit seinen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sowie große Immobiliengesellschaften, also die wahren Miethaie, werden als einzige übrig bleiben. Ein anderes Thema. Die GRÜNEN unterstützen die Abholzung von 2.150 Hektar mitten im Reinhardswald. Das ist der in Hessen berühmte Märchenwald der Gebrüder Grimm. Zum Vergleich zu den 2.150 Hektar, die abgeholzt werden sollen. Der jetzt noch bestehende Hambacher Forst im umkämpften Kohlerevier in NRW ist nur 550 Hektar groß. Der Schutz und die Haltung von Natur spielen für die GRÜNEN im Reinhardswald keine Rolle. Denn von Protesten seitens der GRÜNEN in Nordhessen habe ich noch nichts gehört. Es ging daher also auch im Hambacher Forst in NRW wahrscheinlich nur um ideologische Symbolpolitik. Die Ausführungen dieser Regierung zu erneuerbaren Energien und zur Verkehrswende sind nichts anderes als illusorische Doktrinen. Die Energiewende ist nichts anderes als die Lebenslüge der XXL-Merkel-Koalition, bestehend aus CDU, CSU, SPD und den GRÜNEN. Jetzt schlagen die Koalitionsfraktionen vor, den Umbau der Energieversorgung ganzheitlich und intelligent zu gestalten. Das hören wir seit vielen Jahren, aber die Berichte des Bundesrechnungshofs aus den Jahren 2015 und 2017 geben ein ganz anderes Bild, nämlich das einer politisch-administrativ gescheiterten Wende, die im Widerspruch steht zu den Realitäten von Natur und Technik. Die Anteile der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung werden auf 23% angesetzt. Hessen ist auch in großem Ausmaß Importeur von Strom aus benachbarten Ländern wie Nordrhein-Westfalen. Man kann also feststellen, dass Hessen durch Kohlestrom und Atomstrom aus anderen Ländern am Leben gehalten wird. Und in dieser Lage lässt die Landesregierung kommentarlos zu, dass die letzten zur Netzregulierung geeigneten Kraftwerke für die Stilllegung vorgesehen sind. Die Energiewende, meine Damen und Herren, hat Deutschland die höchsten Strompreise in Europa beschert, ohne dass im letzten Jahrzehnt dafür ein Erfolg bei der Emission von Treibhausgasen feststellbar ist. Der Verzicht auf die Kernkraftwerke in Hessen, das bewährte und zuverlässige Werk in Biblis, hat die CO2-Bilanz
Deutschlands verschlechtert. Und jetzt soll auch noch auf die Kohle verzichtet werden. Ein Blick über die Grenzen Hessens hinweg zeigt, dass in der ganzen Welt Turbinen das Rückgrat der Stromversorgung sind, seien diese von Wasser, Gas oder Kohle angetrieben. Der erste Schritt der Landesregierung zur Sicherung der Lebensgrundlagen von Bevölkerung und Wirtschaft müsste sich daher gegen die Vorschläge der Kohlekommission richten. Aber das tut die Landesregierung nicht. Wie eingangs bereits gesagt, bringt der ganze Koalitionsvertrag den Bürgern Hessens nur wenig. Es geht vielmehr um die weitere Bevorzugung von Migranten und von Maßnahmen, die die Meinungsfreiheit einschränken und die Bürger verunsichern. Ihre Aussage, Herr Ministerpräsident, dass Sie Ihre Arbeit der letzten Legislaturperiode durch die Wahl erfolgreich bestätigt sehen, geht an der Realität recht erfolgreich vorbei. Diese Koalition mit ihrer hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme ist bereits weitgehend am Ende, bevor sie so richtig anfängt zu arbeiten. Gut, dass es mit der AfD im Landtag jetzt eine neue, unverbrauchte und glaubwürdige Oppositionskraft gibt. Eine Oppositionskraft, die aus Bürgern besteht, die nun bürgerlich-konservative Politik machen und ihre Aufgabe, die Kontrolle der Regierung, leidenschaftlich und konstruktiv ausfüllen werden. Die AfD wird den von Ihnen zur Seite geschobenen und übergangenen Bürgern hier im Hessischen Parlament eine starke Stimme geben. Die AfD wird dafür sorgen, dass auch in Hessen mehr Vernunft und Realitätssinn wieder in die Politik einziehen. Die AfD wird, und das ist das Wichtigste, echte Alternativen aufzeigen als Antworten auf all die drängenden Fragen und Probleme unserer hessischen Bürger. Denn nur Sie, die Bürger Hessens, sind unsere Auftraggeber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lambu. Das Wort hat der Abg. Herrmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Wenn man die Aussagen der Regierungskoalition von CDU und GRÜNEN zur inneren Sicherheit hört und ihre hehren Absichten und Forderungen dazu im Koalitionsvertrag liest, kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass sich die Bürger und die Bediensteten bei Polizei und Justiz um die innere Sicherheit keine Sorgen machen brauchen. Da ist z. B. von zusätzlichen Vollzugs- und Verwaltungsstellen mehr Polizeipräsenz und Einsatz technischer Hilfsmittel in der Öffentlichkeit und eine Ausstattungsoffensive die Rede. Das hört sich tatsächlich gut an, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass CDU und GRÜNE das Kapitel innere Sicherheit vom Parteiprogramm der AfD kopiert haben. Keine Angst, das machen wir Ihnen nicht zum Vorwurf. Im Gegenteil, es ist erfreulich zu sehen, dass Sie offensichtlich AfD-Positionen bereit sind zu übernehmen und auch zu vertreten. Wie dem auch sei, wenn die Regierungskoalition es ernst meint und ihre Absichten tatsächlich entsprechend umsetzt, werden wir von der AfD diese Maßnahmen natürlich gerne unterstützen. Allerdings hegen wir ernsthafte Zweifel angesichts der vergangenen fünf Jahre schwarz-grüner Sicherheitspolitik, dass diese durchaus sinnvollen und notwendigen Maßnahmen in ausreichender Form umgesetzt werden. Dass diese Zweifel begründet sind, beweist die bisherige Personalentwicklung bei der Polizei, für die CDU und GRÜNE sich verantwortlich zeigen. In den Jahren 2007 bis 2016 reduzierte sich sogar die Anzahl der Polizeibeamten von 13.877 auf 13.764 Beamte. Entschuldigung bitte. Und das entgegen der zeitgleich wachsenden hessischen Bevölkerung von rund 6.072.000 auf 6.213.000 Einwohnern. Vollständigkeitshalber sei noch an dieser Stelle auf die Entwicklung der Straftaten in diesem Zeitraum
entsprechend der Kriminalitätsstatistiken geblickt. Obwohl diese natürlich nicht die tatsächliche Kriminalität und auch nicht die realen Gefahren und Bedrohungen für die Bevölkerung widerspiegeln. Diese Kriminalitätsstatistiken werden deshalb von Ihnen zu Unrecht gern als Beleg für den Erfolg Ihres politischen Handelns im Kampf gegen die Kriminalität herangezogen. Denn die Kriminalitätsstatistik ist eine Hellfeldstatistik. Das bedeutet, dass nur die der Polizei und Justiz bekannt gewordenen Straftaten registriert werden. Insofern ist diese Statistik auch stark abhängig vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung, welches, angefangen von der Angst vor Tätern und Ermittlungen bis hin zur negativen Einschätzung der Erfolgsaussicht einer Anzeige, stark beeinflusst werden. Als Beweis hierfür verweise ich auf eine aktuelle Dunkelfeldstudie des LKA Niedersachsen von 2017. Die stellt fest, dass je nach Deliktsfeld bis zu 94% der Straftaten nicht zur Anzeige gebracht werden. Im Diebstahl- und Einbruchsbereich ist das Dunkelfeld relativ gering. Bei Körperverletzungen und Sexualdelikten ist das Dunkelfeld deutlich größer, nämlich bis zu 94%. Daran können Sie erkennen, dass die Kriminalstatistik eben kein Gradmesser für die tatsächliche Sicherheit im Land darstellt. Mittlerweile dürfte die gefühlte Sicherheit der Bevölkerung der bessere Gradmesser für die tatsächliche Sicherheit in Hessen sein als die offiziellen veröffentlichten Statistiken dazu. Auch eine Feststellung des BKA lässt diese Schlussfolgerung zu. Demnach wurden rund 25% der Polizeivollzugsbeamten in Deutschland, also fast jeder vierte Polizist, 2017 Opfer einer Gewalttat. Die Kriminalitätsstatistik ist aber durchaus ein Indikator für die Arbeitsbelastung und Leistung der Polizei. Im Betrachtzeitraum sanken die Straftaten von zunächst rund 420.000 auf rund natürlich auch wieder 386.000 Straftaten in 2013, stiegen aber ab 2014 wieder deutlich auf rund 412.000 Straftaten im Jahr 2016 an. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass unabhängig davon, ob sie steigen oder fallen, jeder einzelne Polizeibeamte gebraucht wird und unsere Polizei darüber hinaus auch voll ausgelastet ist. Die immensen Überstunden sind ein trauriger Beweis dafür. Am 31. März 2018 berichtete sogar die Welt, aber auch andere Pressemedien darüber und nannten die Zahl von 2,7 Millionen Überstunden. Dass die hessische Regierung vor diesem Hintergrund es gerade einmal geschafft hat, in dieser Zeit den Personalstand bei der Polizei auf rund 14.000 Polizeivollzugsbeamte zu erhöhen, zeigt die bisherige Halbherzigkeit ihres Handelns. Wir von der AfD fordern Sie deshalb auf, Ihren Ankündigungen im Bereich der inneren Sicherheit endlich solche Taten folgen zu lassen, die den Bedürfnissen der Bürger und unserer Polizei tatsächlich gerecht werden. Und da steht eine notwendige und angemessene Personalerhöhung auch unter Berücksichtigung der anstehenden Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge an erster Stelle. Die von Ihnen angekündigten 750 Vollzugsstellen, die spürbar mehr Präsenz bringen sollen, wie Sie sich ausdrücken, sind tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und mehr auch nicht. 14.000 hessische Polizeibeamte entsprechen übrigens in etwa einem Polizeibeamten pro 444 Einwohnern. Damit liegt Hessen trotz ihrer bisherigen Planstellenerhöhungen immer noch nur im bundesdeutschen Durchschnitt. Und daran werden auch die geplanten 750 Vollzugsstellen nichts ändern. Wir als AfD fordern hier eine deutliche Verbesserung der personalen Situation in den nächsten Jahren. Dabei orientieren wir uns an Bayern. Hier kommt ein Polizeibeamter auf ca. 313 Einwohner. Um ein annähernd ähnliches Verhältnis in Hessen zu erreichen, müssten 5.000 neue Planstellen geschaffen werden. Nur so werden wir dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger und der Arbeitsbelastung der Polizei gerecht.
In Ihrem Koalitionsvertrag teilen CDU und GRÜNE auch mit, dass sie die Ruhestandsgrenzen für Polizeibeamten verbessern wollen. Das hört sich ja gut an. Leider hat die Koalition aber vergessen, mitzuteilen, was sie unter einer Verbesserung versteht. In der Vergangenheit brachten Veränderungen nur Nachteile für die Bediensteten. Die Arbeitszeitverlängerungen sowohl in der Wochenarbeitszeit als auch in der Lebensarbeitszeit sind Beispiele dafür. Wir können also nur hoffen, dass es sich bei der von CDU und GRÜNEN angekündigten Verbesserungen um keine Verschlimmbesserungen handelt. Wir von der AfD fordern deshalb die Regierung auf, eine einheitliche Anpassung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden und eine grundsätzliche Ruhestandsgrenze für Polizeivollzugsbeamte von 60 Jahren wieder einzuführen, die je nach Verwendung bis maximal 65 Jahre ausgeweitet werden kann. Erfreulicherweise lassen CDU und GRÜNE bei der Sachausstattung den Leser des Koalitionsvertrages nicht im Unklaren. Die angekündigte Ausstattungsoffensive mit z.B. Taser, Bodycams, Tablets, Handys nehmen wir von der AfD wohlwollend zur Kenntnis und werden diese auch unterstützen. Es freut uns tatsächlich, das darf ich hier einmal anmerken, dass es bei der Ausstattung der Polizei zwischen AfD und Regierung zumindest auf dem Papier keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Eine weitere große Gefahr für unsere Gesellschaft stellt der Extremismus und Terrorismus dar. Ob Rechts- oder Linksextremismus, religiöser oder rassistischer Fanatismus, gegen jede dieser gewaltbereiten Erscheinungsformen ist es notwendig, vorzugehen. Erstaunlich ist allerdings, dass die Regierungskoalition offenbar den Linksextremismus als weniger gefährlich ansieht als den Rechtsextremismus. Anders lässt es sich kaum erklären, wieso im Koalitionsvertrag extra auf das Beratungsnetzwerk Hessen gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus hingewiesen wird. Wir fordern deshalb CDU und GRÜNE auf, mit dem gleichen Engagement gegen den Linksextremismus vorzugehen und entsprechende Netzwerke zu gründen und zu fördern. Dass dies erforderlich ist, beweist der Verfassungsschutzbericht 2017. Demnach beläuft sich die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Hessen auf 1.465 Personen. Die Gesamtzahl der Linksextremisten dagegen, bitte hinhören, auf 2.570 Personen, also bald doppelt so viele. Hier stellt sich jedem vernünftigen Menschen die Frage, ob CDU und GRÜNE auf dem linken Auge blind sind bzw. absichtlich schlecht sehen oder gar bewusst linksextremistische Umtriebe dulden. Und das sei die Frage erlaubt, sollte das dem Koalitionsfrieden und dem Machterhalt geschuldet sein? Im Gegensatz zu Ihnen bezieht die AfD gegen jede Form von Extremismus klar Stellung. Die Bekämpfung von Links- und Rechtsextremismus, von Terrorismus in jeder Form ist für uns grundlegend. Diejenigen, die diese Aufgabe selektiv betreiben und dadurch bestimmte Formen des Extremismus ignorieren und damit auch fördern, machen sich mitschuldig an den Opfern und zeigen ihre schändliche ideologische Geisteshaltung. Ich fordere Sie deshalb im Namen der AfD-Fraktion auf, ein klares Bekenntnis zur Bekämpfung des Linksextremismus abzugeben und im gleichen Umfang Maßnahmen gegen diese Form des Extremismus zu ergreifen, wie Sie es gegen den Rechtsextremismus im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. Danke sehr. Herr Kollege Herrmann, vielen Dank. Das war bei Ihnen wie auch zuvor beim Kollegen Lambrou die erste Rede in diesem Haus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt hat das Wort der Abg. Richter, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr verehrte Damen und Herren,
In der Regierungserklärung wird als Ziel angegeben, den ländlichen Raum zu stärken. Bezogen wird sich dabei jedoch auf Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit zu keinem Erfolg geführt haben. Zur Stärkung des ländlichen Raumes gehört die Stärkung von Städten und Gemeinden, was explizit im Koalitionsvertrag so auch definiert wurde. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag eine Passage betreffend der kommunalen Selbstverwaltung. Danke schön. Dazu gehört auch, dass für die vom Land zusätzlich auf die Kommunen übertragenen Aufgaben die nötigen Mittel durch das Land bereitgestellt werden und das verfassungsrechtlich verankerte Konnexitätsprinzip umgesetzt wird. Zitat Ende. Die Realität der vergangenen Jahre ist eine andere, denn unsere Städte und Gemeinden sind finanziell an ihrem Limit. Tatsache ist, dass die kommunalen Steuern eine immer größere Belastung für die Bürger sind. Grund- und Gewerbesteuern steigen kontinuierlich, und das in einer Zeit, in der Steuereinnahmen im erheblichen Umfang generiert werden. Die Frage, wie wir das alles in wirtschaftlich schwächeren Zeiten oder gar einer Rezession bewältigen sollen, wird von niemandem von Ihnen beantwortet, und auch nicht von Ihnen, Herr Ministerpräsident. Städte und Kommunen leben nur noch von ihrer Substanz. Die Verwaltungen haben kaum noch Gestaltungsspielraum, und so werden ausgeglichene kommunale Haushalte einzig durch die Erhöhung von kommunalen Steuern und den Verkauf kommunalen Eigentums erreicht. Öffentlich wirksame Umsetzung von Entlastungen, wie so wie z.B. kostenfreie Plätze in Kindertagesstätten, können zwar von den kommunalen Selbstverwaltungen frei gestaltet werden, um die Differenz zwischen Erstattung und tatsächlichen Aufwendungen auszugleichen. Politisch aber ist dies für kommunale Politiker nicht durchsetzbar. Der Ausgleich entsteht somit logischerweise durch die Erhöhung kommunaler Steuern, wofür die kommunalen Politiker sich dann bei der Bevölkerung zu verantworten haben. Die Gemeinde Fulda-Brück hat diesbezüglich eine Resolution einstimmig beschlossen. Warum ich das erwähne? Weil ich Beigeordneter im Gemeindevorstand der Gemeinde Fulda-Brück bin. Es werden die politisch Verantwortlichen in Bund und Land aufgefordert, die Finanzierung der Städte und Gemeinden erheblich zu verbessern. Die Übertragung ständig neuer Aufgaben auf Städte und Gemeinden ohne ausreichende Gegenfinanzierung hat dazu geführt, dass Kommunen erheblich an den finanziellen Stellschrauben drehen mussten. Das ist der Bevölkerung nicht mehr vermittelbar. Insbesondere vor dem Hintergrund der insgesamt guten finanziellen Einnahmesituation von Bund und Land. Leider kommt davon bei den Städten und Gemeinden zu wenig an. Die ständige Plünderung des kommunalen Finanzausgleiches durch das Land. Ich möchte Beispiele nennen. Ablösung der Kirchenbaulasten, Gebührenfreistellung letztes Kita-Jahr, Schutzschirm, Hessenkasse, Gebührenfreistellung 3 bis 6 Jahre zu 50% aus dem kommunalen Finanzausgleich muss ein Ende haben. Dazu kommt, dass mit Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts erhebliche finanzielle Belastungen, z.B. Abschreibungen, auf die Städte und Gemeinden zugekommen sind. Die seit 2018 zu erwirtschaftende Tilgung sowie der Liquiditätspuffer führen zu weiteren Belastungen des kommunalen Haushalts, welcher letztendlich von den ehrenamtlich tätigen Gemeindevertretern zu verantworten ist. Das Land macht die Vorgaben, und Kommunalpolitiker kriegen den Ärger. Die in Artikel 137 der Hessischen Verfassung garantierte kommunale Selbstverwaltung ist stark gefährdet. Die Gemeinden und Städte sind Kern der Demokratie. Hierfür ist die kommunale Selbstverwaltung unabdingbar. Mit der vom Land vorgeschlagenen Änderung der Verfassung bezüglich des Ehrenamtes sollte das Land dies auch ernst nehmen und den ehrenamtlich tätigen Gemeindevertretern den Rücken stärken, indem Städte und Gemeinden finanziell entsprechend ausgestattet werden. In diesem Brief an alle Fraktionen im Bundestag, an die Bundesregierung und die Fraktionen im Hessischen Landtag wird darum gebeten, dass auf Seiten des Landes über eine Neuaufteilung des Steueraufkommens zugunsten der Städte und Gemeinden dringend nachgedacht wird.
Dieser Brief macht deutlich, wie sehr unsere kommunalen Selbstverwaltungen unter Druck stehen, wie hoch die Belastung sowohl für die Verwaltung als auch für die ehrenamtlichen Mitglieder der Gemeindevertretungen und Bürger ist. Daraus entsteht, Herr Ministerpräsident, eine klare Aufgabenstellung. Es benötigt die Umsetzung der eben genannten Forderungen durch die Hessische Regierungskoalition, um von allen Betroffenen die erhebliche Belastung nehmen zu können und den Städten und Gemeinden endlich wieder Handlungsspielraum zuzugestehen. Genau an diesem Punkt möchte ich auf die von Ihnen hervorgehobene Stärkung von Handwerk und Mittelstand hinweisen. Ich zitiere erneut aus dem Koalitionsvertrag. Das Handwerk und der Mittelstand haben große Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Hessen. Mit ihrer Innovationsfähigkeit, Ortsnähe und ihrem breiten und vielgestaltigen Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie ihrem gesellschaftlichen Engagement leisten sie einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und sind wesentliche Partner für die wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Zukunft. Wie ist das, Herr Ministerpräsident, in Verbindung mit den Mehrbelastungen bei kommunalen Steuern zu bringen? Richtig ist, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen unter der steuerlichen Belastung zu leiden haben und es zwischen manchen Städten und Gemeinden zu regelrechten Standortwettbewerben kommt, um die kommunalen Steuern durch Gewerbebetriebe für sich zu verbessern. Richtig ist auch, dass dies alles einen erheblichen Einfluss auf die sozialen Bereiche innerhalb der kommunalen Selbstverwaltungen hat. Denn diese werden in einer rezessiven Phase nicht mehr finanziell abgedeckt werden können. Die Verbindung zwischen wirtschaftlich starken Unternehmen, finanziell gut ausgestatteten kommunalen Selbstverwaltungen und Sozialleistungen wird von der Politik selten bis nie miteinander verknüpft, sondern jeweils nur als einzelne Bereiche angesehen. Wir als AfD möchten die Verbindung stärker in den Mittelpunkt gestellt wissen und erwarten auch hier von der Hessischen Regierungskoalition, dass sie vordringlich diese Aufgabe meistert, da alle anderen Bereiche ohne eine starke ökonomische Basis nicht mehr handlungsfähig sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Richter. Das war Ihre erste Rede im Parlament. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt hat das Wort der Abg. Dr. Grobe, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Mein Vorredner Robert Lambrou hat es bereits mit anderen Worten gesagt. Der Koalitionsvertrag verdient viel Kritik auf dem Feld der Bildung, das heißt Schule, berufliche Bildung und Hochschule. Hier reiht sich eine falsche Prioritätensetzung an die andere. Es geht Ihnen nicht mehr darum, die Bildung zu stärken und die geistige Fähigkeit der Schüler und Studenten zu heben. Es geht vielmehr darum, um eine Nivellierung der Leistungen auf einer niedrigeren Stufe. Man gewinnt den Eindruck, dass der Programmteil Bildung des Koalitionsvertrages aus grüner Feder stammt. Eine CDU-Handschrift lässt sich jedenfalls kaum noch erkennen. Dies geht alles zulasten der bildungshungrigen hessischen Schüler und Studenten. Vielleicht müssen wir noch einmal darauf hinweisen, dass Bildung der einzige Rohstoff ist, der uns als rohstoffarmes Land geblieben ist und der uns wirtschaftlich stark und effizient gemacht hat. Hat die Landesregierung vergessen oder interessiert es sie nicht mehr, dass Bildung der Motor der deutschen Wirtschaft und auch des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg war? Um in einer zunehmend digitalen Welt Schritt halten zu können, müssen wir die Ausgaben für Bildung, Ausbildung, Bildung und Hochschule deutlich erhöhen. Herr Ministerpräsident, Sie sprechen in Ihrer Regierungserklärung davon, dass kein bundesdeutsches Flächenland pro Einwohner mehr ausgibt als Hessen. Das stimmt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass das Land Hessen nach dem vor Kurzem erschienenen Bildungsfinanzbericht 2018 nur peinliche 3,4 % des Bruttoinlandsprodukts in Bildung investiert. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 5 %. Wir belegen damit,
im internationalen Vergleich einen der hinteren Plätze. Hessen als angeblich modernes und technikaffines Land ist nach dem OECD-Bericht auf dem Niveau von Albanien angelangt. Nicht von ungefähr gleichen viele Schulen heute Bauruinen. Schämen Sie sich eigentlich nicht? Sie verspielen damit das Potenzial und die Zukunft unserer Kinder. Dabei wäre Geld genug vorhanden. Hessen ist noch ein wohlhabendes Land. So hat sich das hessische Haushaltsvolumen im letzten Jahr um 1 Milliarde € erhöht. Aber Sie zahlen lieber weiter für die sogenannten Flüchtlinge. Seit der irregulären Grenzöffnung Merkel 2015 hat allein Hessen 4,4 Milliarden € für diese ausgegeben, von den versteckten Kosten einmal ganz abgesehen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kommen wir wieder zum Koalitionsvertrag zurück. Dieser gleicht einem Irrweg. Denn dort steht, ich zitiere aus dem Kapitel Bildung, Bildung ist das Fundament unserer Gesellschaft und für jeden Einzelnen der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Deshalb bleibt Bildung ein Schwerpunkt unserer Politik. Zitat Ende. Und was müssen wir aus den Medien erfahren? Dass die Landesregierung den hessischen Schulen von nun an freistellt, ob sie Noten vergeben oder nicht. Auch wenn Herr Ministerpräsident dies jetzt relativiert. Es ist ein Einstieg in den Ausstieg der Notengebung. Widerspricht sich die Landesregierung nicht in ihrer Ankündigung oder bedeutet das Zitat Schlüssel für ein gelingendes Leben eine sozialistische Neuinterpretation des Begriffs Bildung? Man könnte auch sagen, die Kinder zur Lebensuntüchtigkeit erziehen, denn nichts anderes wird damit eintreten. Herr Ministerpräsident, opfern Sie jetzt Ihre hessischen Landeskinder bildungspolitisch für ein grünes Menschenexperiment? Blenden Sie und Ihre CDU die Realität aus, nur um weiterhin an der Macht zu bleiben? Was sagen Sie den Unternehmern, wie diese künftig noch leistungsfähige und orientierte Mitarbeiter finden können? Können Sie uns sagen, welche grünen Schulreformen überhaupt erfolgreich gewesen sind? Denn das Schreiben nach Gehör war es nicht, und die Inklusion ist es nicht. Und was kommt als Nächstes? Das Abitur für alle? Wir sagen Ihnen, wer das Selbstwertgefühl der Kinder stärken und das Qualitätsniveau nachprüfbar machen will, kommt an einer Notenvergabe nicht vorbei. Denn Schüler empfinden Noten als Bestätigung für ihre Leistung. Aber Leistungsgedanken und grüne Politik passen noch nie zusammen. Leistungsfeindlichkeit ist vielmehr ein Qualitätsmerkmal der Grünen. Den Grünen geht es darum, die gesellschaftlichen Fundamente Deutschlands endgültig zu ruinieren. Indem man Noten abschafft, lassen sich künftig auch keine Vergleiche mit Menschen aus bildungsfernen Ländern anstellen, die illegal nach Deutschland einwandern. Und hier steckt des Pudels Kern. Eins wird euch aber immer ersichtlicher. Die AfD setzt sich als einzige Partei in Deutschland für die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft ein und hält den Leistungsgedanken hoch. Was uns auch interessieren würde, ist, ob die hessischen Lehrer, die bereits heute unter einer hohen Arbeitsbelastung leiden, auch noch Zeit für ausführliche schriftliche Bewertungstexte haben. Denn in Ihrem Koalitionsvertrag wollen Sie Lehrer durch Verwaltungskräfte von bürokratischen Aufgaben entlasten. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Oder kommen dann Ihre bereits 500 und mehr sozialpädagogischen Fachkräfte zum Einsatz, die Sie jetzt aufstocken wollen? Auch wenn die Landesregierung diese als pädagogisch ausgebildet bezeichnet, heißt das noch lange nicht, dass diese auch tatsächlich pädagogisch befähigt und erfahren sind. Es ist vielmehr Rosttäuscherei, was Sie hier betreiben.
Es ist davon auszugehen, dass die Sozialpädagogen und Schulpsychologen auch deshalb eingesetzt werden, da die Landesregierung vor dem hohen Migrantenanteil in vielen Schulen kapituliert hat. Denn noch vor wenigen Jahren wurden sie nicht gebraucht. Herr Prof. Lorz ist leider nicht da. In einem Weltinterview sagte Herr Minister Lorz vor einigen Tagen, dass die schwierigsten Schulen die besten Lehrer bräuchten. Warum gilt das eigentlich nicht für die besten Schüler und Schulen? Wären Sie diese da nicht besser aufgehoben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zu den Wissenschaften und zur Berufsbildung. Auch hier zeigt sich, dass zwischen den Ankündigungen im Koalitionsvertrag der Regierung und der Realität Welten klaffen. Und das hat bereits der Bildungsmonitor 2018 der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft belegt. Hessen landete danach auf den hinteren Plätzen dieser bundesweiten Studie. Bei der Forschungsentwicklung liegt Hessen nur auf Platz 12 von 16, ebenso bei den Kompetenzen der Schüler, der Schulqualität und bei der beruflichen Bildung. Noch schlimmer sieht es bei den Betreuungsmöglichkeiten der Studenten aus. Hier liegt Hessen auf Platz 13. Beim Thema Internationalisierung, welches die Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft und Gesellschaft umfasst, nimmt Hessen sogar den vorletzten Platz ein. Das Bildungsdesaster der Schwarz-Grünen zeigt sich bei den Aufwendungen, wie bereits eingangs erwähnt. Hessen liegt bei den Investitionen nur auf Platz 14 von 16. Hessen schafft sich ab. Nur noch ein kleiner Teil der fast 262.000 hessischen Studenten, das sind 113.000 mehr als vor 20 Jahren, sind wirklich studierfähig. Hier hätte viel früher eingegriffen werden müssen. Es wird nun Zeit, dass wir die Überakademisierung unseres Bildungssystems endlich verhindern. Denn die Vermassung der Hochschulen lässt das Qualitätsniveau sinken. Besser wäre es, viele angehende Studenten in eine Ausbildung umzuleiten, denn der Wirtschaft fehlen Auszubildende. In Hessen befinden sich nur noch 114.000 junge Menschen in einer Berufsausbildung. Daher ist das weltweit hochgeschätzte deutsche duale Ausbildungssystem verstärkt zu fördern und das Ansehen des Handwerks und der technischen Berufe zu stärken und besser zu bezahlen. Hessen braucht ein besseres Bildungssystem und mehr Geld für die vernachlässigten Bildungsinstitutionen. Zum Wohle unserer Kinder, denn diese sind die Zukunft Hessens. Vielen Dank.